Heute im Hessenschau-Studio Konstanze Angermann und Jennifer Siegler. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Hessenschau. Schönen guten Abend. Das sind unsere Themen. Immer mehr Stromausfälle, Katastrophenschützer warnen. Hohenroda saniert sich auf Kosten von Philippsthal und Gezacker um Warnbarken an Zebrastreifen. Im Rhein-Main-Gebiet haben heute die 15. Tage der Industriekultur begonnen. Über eine Woche lang können Interessierte Industrieorte besuchen, die dem Publikum ansonsten meist verschlossen bleiben. Einer der mehr als 150 Veranstaltungsorte ist diese Schiffsmühle aus Ginsheim-Gustavsburg. Der Nachbau am Rheinufer zeigt, wie noch vor rund 100 Jahren Getreide mit Wasserkraft gemahlen wurde. Die ganze Mühlentechnik wird von den seitlich angebrachten Wasserrädern angetrieben. Eine Modellausstellung im Schiffsrumpf zeigt weitere Antriebstechniken aus der Zeit der Jahrhundertwende.